Schön, dass ihr dabei seid. In diesem Blog geht es um Psychologie und um psychologische Inhalte, manchmal auch um Kunst und um Gadgets. Heute geht es um das Thema Psychopathie, Soziopathie. Was bedeuten diese Begriffe? Was haben sie für Geschichte? Was sind die Kernkennzeichen? Wie kann man sie identifizieren? In einem Video habe ich die drei Cluster der Persönlichkeiten vorgestellt. Cluster A, Cluster B, Cluster C. Und das Cluster B nennt man eigentlich auch das psychopathische Kontinuum. Also histrionische, narzisstische, antisoziale und Borderline-Persönlichkeitsstörungen sind in diesem Kontinuum enthalten. Und ja, wenn man es genau betrachtet, ist eigentlich die Psychopathie die Krönung dieser Persönlichkeitsstörung. Sie kann sich also aus allen zusammensetzen und wenn dann noch drei Merkmale dazukommen, dann spricht man von Psychopathie. Diese drei Kennzeichen wären die Empathielosigkeit anderen gegenüber, anderen Lebewesen gegenüber. Das zweite wäre die Verantwortungslosigkeit gegenüber der Gesellschaft, auch gegenüber sozialen Werten und Normen. Und das dritte ist der Mangel an Reue, also kein Schuldgefühl zeigen. Also diese drei Kennzeichen krönen praktisch eine Persönlichkeitsstörung zum Psychopathischen. Ja, solche Menschen können durchaus mit einer Maske auftreten, mit einer sozial kompetenten Maske, charmant, möglicherweise etwas manipulativ und berechnend. Und genau so heißt auch ein Werk von Kleckley. Kleckley war der Erste, der diesen Begriff eigentlich ganz genau bestimmt hat und gesagt hat, was dazugehört. Das psychopathische Kontinuum, die Maske der psychischen Gesundheit heißt ein Buch von ihm, The Mask of Sanity. Herr Kleckley hat um 1941 eben diesen Begriff begründet und hat dann auch Bücher dazu geschrieben. Es ist auch ein Film entstanden, Eva und die drei Gesichter, den ich persönlich leider nicht gesehen habe, aber der sicher sehr spannend wäre. Also 1941, das muss man sich vorstellen, das ist noch nicht so lang, aber die Welt war natürlich beeindruckt von beiden Weltkriegen. Kein Wunder, dass im damaligen Kontext auch der Begriff der Psychopathie entstanden ist. Also eigentlich könnte man eine Persönlichkeitsstörung als Komorbidität diagnostizieren. Ja, meistens wäre es wahrscheinlich die antisoziale Persönlichkeitsstörung. Es könnte aber durchaus eben eine narzisstische oder eine histrionische Persönlichkeitsstörung sein, die als Basis für diese Psychopathie gilt. Robert D. Hare hat dann auch eine Checkliste entwickelt, nach der man psychopathische Menschen erfassen kann. Die BCLR heißt die, glaube ich, und diese Checklisten oder psychologischen Tests unterscheiden sich von herkömmlichen Fragebögen oder Tests in Zeitschriften oder ja im Internet durchaus. Sie müssen richtige Gütekriterien haben. Drei davon möchte ich euch erzählen. Also einmal wäre das die Validität, dann die Reliabilität und die Objektivität. Die Validität heißt, dass das auch wirklich genau das misst, was es vorgibt zu messen, also ein gültiges Instrument. Die Reliabilität meint, dass das zuverlässig sein muss. Also wenn ich zu einem späteren Zeitpunkt nochmal das Instrument verwende und wieder die Psychopathie messe, muss das gleiche Ergebnis herauskommen. Natürlich unter der Voraussetzung und der Bedingung, dass der Mensch sich ändern könnte, warum auch immer. Und das dritte Gütekriterium wäre die Objektivität. Das heißt, wenn das eine Kollegin hernimmt und macht, mit diesem Instrument müsste das auch herauskommen. Und genau so eine Skala hat Robert D. Hare entwickelt. Der Begriff der Soziopathie wird heute eigentlich kaum noch verwendet, aber es sind drei Kennzeichen dazu.
Also die Empathie, die Verantwortungslosigkeit gegenüber der Gesellschaft und die fehlende Reue, da überlappt sich das Ganze mit der Psychopathie. Aber dann kommt noch eine geringe Frustrationstoleranz und aggressives, gewalttätiges Verhalten dazu. Und auch beziehungstechnisch ist hier ein Unterschied. Bei Soziopathen würde man meinen, dass sie schnell Beziehungen wieder eingehen können, aber auch sich ganz schnell wieder trennen. Es ist für sie ein leichtes, von A nach B zu ziehen, Beziehungen aufzubauen, aber sie auch wieder zu verlassen, diese Menschen. Ein psychopathisches Kontinuum entsteht nicht aus dem Nichts, sondern das hat eine lange, lange, lange Geschichte und es gäbe auch immer wieder Zeitpunkte, um zu intervenieren. Nur in den seltensten Fällen wäre es denkbar, dass ein Mensch sich wirklich plötzlich radikal in so ein Kontinuum entwickelt oder ja, eine solche Symptomatik entwickelt. Ich habe darüber nachgedacht und also das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, wäre ein ganz schweres Trauma, dass ein Mensch plötzlich eben eine psychopathische Identität übernimmt. Ja, vielleicht. Aber ansonsten wäre es sogar eine Differentialdiagnose, das heißt ein Ausschlusskriterium, wenn ein solches Verhalten ganz plötzlich auftreten würde, ein psychopathisches oder soziopathisches Verhalten. Wenn das ganz plötzlich auftreten wäre es etwas anderes. Dann wäre es zum Beispiel ein psychotisches Geschehen, substanzinduziert oder auch ohne Drogen, ohne Substanzen. Ja, in The Good Doctor, ich habe ein Video darüber gedreht, über hochfunktionale Autisten, werden mehrere solche Beispiele gebracht, wie auch Menschen durch Psychosen sich massiv verändern können und andere schädigen können und auch nicht eben durch ein psychopathisches Kontinuum, durch einen antisozialen Anteil, der ganz, ganz lange schon besteht. Die Empathie ist etwas, das sich in der Interaktion mit frühen Bindungspersonen entwickelt. Wenn diese Personen eben inadäquat reagieren oder gar nicht reagieren, dann ist diese Empathieentwicklung problematisch. Auch hier wieder diese Genese, diese lange Entstehung einer Psychopathie, die schon ganz früh, möglicherweise ganz früh in den ersten Lebensmonaten, Lebensjahren der Baustein gelegt wird. In der Psychoanalyse wird ganz klar, und das schon relativ lange, zwischen Selbstwahrnehmung und Objektwahrnehmung getrennt. Mit Objektwahrnehmung meinen Sie, wie nimmt man den anderen Menschen wahr? Und die Conclusio ist eigentlich, dass wenn ich mich selbst nicht wahrnehmen kann, wenn ich meine eigenen Gefühle nicht differenziert und genau wahrnehmen kann, warum eben auch immer, aufgrund meiner Entwicklung möglicherweise, aufgrund der frühen Erfahrungen oder Mangelerfahrungen, dann kann ich auch nicht den anderen wahrnehmen und die Gefühle des anderen oder der anderen wahrnehmen. Das ist also ein reziprokes Verhältnis. Und je mehr jemand in Selbsterfahrung sich besser kennenlernt oder durch das Leben sich besser kennenlernt, umso eher sieht er auch Gefühle, sieht er auch Verletzungen bei anderen Menschen. Ja, interessanterweise ist es prognostisch, also für die Entwicklung des Kindes und Jugendlichen, anders, ob das jetzt im Jugendalter passiert, das unempathische Verhalten, keine Reue zeigen, oder in der Kindheit, in der späten Kindheit, also in der Latenz zwischen 8 und 10 Jahren. Wenn das in diesem Alterscluster schon vorkommt, ist es prognostisch ungünstiger, als wenn es im Jugendalter auftreten würde, dieses Verhalten. Ja, aber ich möchte euch noch Joachim Bauer dazu vorlesen. Joachim Bauer: Was signifikante Personen tun, denken und beabsichtigen, kann zu einem förderlichen oder fatalen Teil der kindlichen Person werden. Ein als Introjektion bezeichneter Vorgang, ein von sich alleine entwickelndes Selbst, ist ein Phantasma. Ja, das klingt ein bisschen kompliziert, aber genau das ist das, was ich gemeint habe. Introjektion nennt man die verinnerlichten Beziehungen, die Bilder, die Repräsentanzen der Beziehungen durch andere Menschen.
wenn die fatal sind, dann wird auch die Entwicklung des Kindes schlecht sein. Psychopathie kommt nicht von ungefähr und hat eine lange Geschichte in den meisten Fällen, ebenso die Soziopathie. Und es gäbe viele Möglichkeiten der Intervention, die, finde ich, mehr und mehr gesehen und genützt werden. Es kommen einstweilen Jugendliche zu mir und wollen eine Veränderung, wollen eine Therapie und das nicht nur, aber durchaus auch aufgrund der neuen Kulturen, der neuen Medien, der neuen Filme. Und ja, das finde ich herausragend, das finde ich spitze. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Daumen hoch. Wenn es euch gefallen hat, abonniert den Kanal, so helft ihr mir mit meiner Arbeit. Wenn es euch nicht gefallen hat, trotzdem Daumen hoch. Es ist umsonst, es kostet nichts.